damit Sie alle wissen, worum es geht, dachte ich, fange ich mal wirklich an mit dem, was auf YouTube zu sehen ist. Man stellt sich vielleicht ganz was anderes vor, deshalb zu Beginn. Ich zeige Ihnen erstmal was ganz kurz, wie es dann wirklich aussieht, wenn es schwieriger wird. Das ist hier die Webseite, auf der ich die 2000 plus x Videos alle indiziert habe. Wenn es wirklich heftig wird, dann sieht das so aus. Das ist jetzt zu heftig für den Großteil des Publikums, nur dass Sie eine Idee haben, wie es dann wirklich aussehen kann, bevor ich ein einfaches Beispiel zeige. Wenn du uns Faktor V transformiert, Dichte, Lichtgeschwindigkeit und auf diesen 3x3 Feldern steht unser Faktor Quadrat, das Tensorprodukt des Geschwindigkeitsvektors und sich selbst mal die Dichte. So, genug dazu. Das sieht wahrscheinlich sehr abschreckend aus. Ich gehe mal zu etwas, was etwas einfacher ist. Etwas aus dem ersten Semester, was hoffentlich ohne große Formalismen zu verstehen ist. Und ich muss dazu sagen, das haben Sie jetzt schon gesehen vom Stil, ja? Das ist beim besten nicht das, was Sie vielleicht mal selbst an der Uni gesehen haben oder auch an der Hochschule gesehen haben als Vorlesung. Das ist nicht ein Vorlesungsmitschnitt bekannter Art. Was ich jetzt zeige, ist sogar noch heftiger. Das ist ein Live-Mitschnitt aus der Vorlesung. Und während ich durch die Reihen gehe und mir angucke, was die Studentinnen und Studenten machen, pausiert die Aufnahme. Das ist also sehr handgemacht. Seien Sie nicht überrascht, dass das so handgemacht ist, wie es jetzt gleich rüberkommt. Das ist wirklich so und hat trotzdem tausende Klicks. Eine einfache Aufgabe aus der Kombinatorik. Kombinatorik abzählen. Verschiedene Fälle abzählen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, irgendwas zu tun? Folgendes. Wie viele sechsstellige Telefonnummern? Minus 2 mal 10 Tage. Das wäre das Ergebnis. Jetzt haben Sie was über Kombinatorik gelernt. Das kommt irgendwo im ersten Semester dran. So kann das dann aussehen. Also das ist ein Mitschnitt aus einer echten Veranstaltung, in der die Studis auch wirklich arbeiten müssen. Aber es dient nebenbei jetzt auf YouTube zur Nachbereitung und für die folgenden Semester. So sieht ein Großteil der Videos aus. Und das haben Sie jetzt gesehen, das ist wirklich extrem handgemacht. Das ist nicht Hochglanz und nicht Fernsehstudio und was auch immer, nicht teuer, sondern extrem handgemacht. Kommt aber an. Und hat eine Lernwirksamkeit. Ich soll dir was über Forschung erzählen. Das ist, was ich an Forschung mache. Wie kann man Videos schlank produzieren? Wie steht es mit der Lernwirksamkeit? Wie kann man Videos einsetzen? Aktivierung von Studentinnen und Studenten, von Lernenden beim Arbeiten mit Videos. Und zum Schluss kann man über das große Ganze nachdenken, über Bildung nachdenken. Videoproduktion, das wird immer ganz hoch gehängt, das ist aber eigentlich inzwischen das billigste Thema von allen. Man stellt sich immer am Anfang vielleicht vor, man muss Vorlesungsaufzeichnungen machen, wie man sie selbst vielleicht erlebt hat, Vorlesungen, wie man sie selbst erlebt hat in der Universität oder wie man im Fernsehen gesehen hat, die großen Physiker hier fallen und das kann, stellen sich vor die Tafel und rechnen irgendwas und dann gibt es einen Kameramann, eine Kamerafrau im Publikum, der das aufzeichnet, das Ganze noch ein bisschen geschnitten und aufgepeppt. So stellt man sich das vor, sehr aufwendig, wobei hier die Variante von Saskanka schon sehr ebenerdig ist mit dem Whiteboard. Er ist auch schon nicht mehr so gut gekleidet, wie ich fand, noch gekleidet war. Das ist die alte Art an Vorlesungsaufzeichnungen. Die neue Art sind keine Vorlesungsaufzeichnungen, sondern was Sie gerade gesehen haben, Erklärvideos. Keine Lehrvideos, keine super Studiosituationen, sondern Erklärvideos. Salman Khan ist der Hauptvertreter von dieser Sorte an Videos, der ist damit berühmt geworden. Das sieht sogar noch schlimmer aus als bei mir. Man kann das noch steigern, das Unprofessionelle im Ausdruck. Salman Khan hat Millionen gekriegt von Google und von der Gates Foundation und hat damit seine Khan Academy aufgemacht, wo er jetzt diese Videos en masse anbietet mit Übungen. Das ist extrem beliebt in den USA. Es gibt sogar deutsche Übersetzungen und Übersetzungen in andere Sprachen davon. Das ist der Stil an Videos, um die es dabei geht. Um das zu produzieren, braucht man nicht allzu viel. Ich habe einen gebrauchten Windows-PC, und zwar ein Tablet-PC. Also nicht das modische Zeug, was Sie kennen aus der Werbung, kein iPad und kein Android-Tablet, sondern ein klassisches Windows-Notebook. Das ist ein klassisches Windows-Notebook mit Stift. Gibt es auch schon seit 10 plus 6 Jahren. Hat man nur vergessen. Die kriegt man gebraucht nachgeschmissen. Das ist das, womit ich im Klassenzimmer sozusagen stehe. Das ist meine elektronische Tafel. Das ist der Bildschirminhalt, wird über Beamer übertragen. Ich habe ein Programm, das aufzeichnet, den Bildschirminhalt aufzeichnet, Mikrofon daneben gestellt, die eingebauten Mikrofone sind immer eine Katastrophe, Mikrofon daneben, fertig.
Das ist alles, was man in Technik braucht. Kein Studio, kein Kameramann. Nicht drei Leute, die mit dicken Koffern über den Campus laufen. Das ist an einigen Universitäten tatsächlich noch der Fall. Die Software dafür gibt es größtenteils gratis. Ich habe den Vorteil, als Informatiker habe ich mir ein bisschen was drumherum geschrieben. Software, die das Ganze noch ein bisschen schlanker macht. Zum Beispiel ein Video-Editor, mit dem man genau solche Videos dann sehr schön schneiden kann. Produktion von solchen Videos, das ist eigentlich gegessen. Das geht extrem schnell. Die schneidet man einfach live mit am besten und investiert nur 5 Minuten, um es irgendwie hübsch zu machen pro Video und dann ist das fertig. Das Thema ist durch mit Videoproduktion. Spannender ist das Thema Lernwirksamkeit. Diese Art an Videos, wie die Salman Khan, Sarkhan Academy berühmt gemacht hat, diese Art an Videos ist lustigerweise genau das, wo die Forschung sagt, so müssen wir das machen. Wir brauchen nicht die Hochglanzaufnahmen auf dem Studio, sondern wir brauchen sowas Handgemachtes, erzählt jemand was. Ja, der Herr Meyer ist die Koryphäe auf dem Gebiet, der hat so diverse Bücher darüber geschrieben und dutzende Studien dazu gemacht und der kriegt das eben dann auch so raus. Er guckt sich wirklich den Lerneffekt an von Videos. Extrem reduzieren hilft, die Darstellung reduzieren, keine großartigen 3D-Diagramme mit Perspektive und Pipapo, den Inhalt reduzieren, keine Sachen erzählen, die nicht dazugehören oder hübsche Bildchen noch daneben kleben. Auf das Minimum reduzieren alles. Sprechen und Zeichnen, nicht viel Text darstellen, keine langwierigen Erklärungen, langen Sätze, ausformulierten Sätze, sondern ein minimales Bild und dazu was erklärt. Das hier ist aus meinem Kurs bei Udacity, zu dem sage ich gleich noch mehr. So sieht das dann auch da aus, professionell produziert, aber trotzdem sieht es so aus. Eine extrem reduzierte Zeichnung, sogar eine Formel darunter. Kaum Text, aber ganz viel erklärt. Man nutzt 2 Wege ins Hirn, das Auge und das Ohr. Das hilft. Und persönliche Ansprache. Man erzählt keinen hochgestochenen Text mit ganz vielen Fremdwörtern, verklausuliert erzählt und spricht nicht von Mann und Sie, sondern man spricht von Du und Ihr. Bei mir natürlich dann doch von Sie, weil wir noch nicht auf Du sind in der Fachhochschule an der Stelle. Man spricht das Publikum persönlich an. Man redet wirklich mit einem Menschen und nicht mit irgendeinem Abstraktum. Auch das hilft erwiesenermaßen. Große Diskussionen, immer zeigt man einen Kopf oder nicht. Dazu gibt es auch inzwischen einiges an Studien. Ist das hilfreich, die Dozentin, den Dozenten zu zeigen? Ich habe ein bisschen experimentiert, weil, wie eben schon gesagt, ich hinter diese Computergrafik-Historie, solche Geschichten. Ich arbeite auf dem Tablet. Die Hand ist computergrafisch dazu erfunden. Die gibt es nicht an der Stelle, die Hand. Die ist dazu erfunden und das Gesicht ist von der Webcam. Mit solchen Sachen habe ich einiges rumexperimentiert. Ist alles sehr viel Aufwand. Die Beleuchtung muss stimmen. Im Hintergrund darf sich nichts bewegen. Wenn hier hinten durchläuft, sieht es auch wieder komisch aus. Die Sonne muss gefälligst am selben Stand bleiben, am Anfang des Videos wie am Ende des Videos, damit sich da nichts ändert. Alles sowas. Alles sehr viel Aufwand. Muss man nicht machen, sagt die Forschung. Der Effekt gegenüber den anderen Sachen ist gering, er ist positiv, aber gering. Insofern mache ich das nicht mehr. Extrem wenig Aufwand, keine erfundene Hand, kein gefilmter Kopf. Und das ist auch eine erfundene Hand, mache ich nicht mehr. Es gibt in Ungarn ein paar Wirtschaftswissenschaftler, die haben mit dieser Software inzwischen 300 Videos gemacht. Ich finde das total schön. Der Witz ist, gefühltes Lernen ist nicht unbedingt echtes Lernen. Die Forschung sagt, hier mag man vielleicht was fühlen, es mag sich gut anfühlen, aber das heißt nicht, dass man wirklich was gelernt hat. Von wegen Gefühl und echt, das ist auch was Aktuelles aus der Forschung, wenn man einen Dozenten hat, eine Dozentin hat, die richtig im Thema steht, das voll frei weg erzählt, wie eine Expertin aussieht, glauben die Studentinnen und Studenten, sie hätten was gelernt, haben aber tatsächlich genauso wenig gelernt oder genauso viel gelernt wie bei einer schlechten Dozentin. Also der Vortragsstil kann dazu führen, dass ich glaube, ich hätte was gelernt, aber ich habe nicht wirklich was gelernt. Es sind ganz viele solche Illusionen, die bei der Arbeit mit Videos dann noch verstärkt werden. Wenn da die Star-Profs vor die Kamera geholt werden, glaubt das Publikum vielleicht nur was gelernt zu haben, hat aber nicht wirklich was gelernt. Und dann gibt es das Phänomen, auch noch so eine Illusion, dass man in Videos geneigt ist, immer den perfekten Weg zu erzählen, die perfekte Erklärung zu liefern. Wie komme ich von A nach B perfekt erklärt? Und dann stellt sich heraus, dass es dann nach hinten losgeht. Wenn
die Studentinnen und Studenten mit einer falschen Vorstellung reingeben in das Video, dann kommt die perfekte Erklärung. Gibt es das Phänomen, dass die Studentinnen und Studenten weiterhin ihre falsche Vorstellung haben, aber darin sogar noch bestärkt sind, weil das Video so perfekt war? Ich höre nur das und ich sehe nur das, was ich hören und sehen will aus dem Video. Die Empfehlung ist deshalb dann, unbedingt auf solche Missverständnisse einzugehen. Gibt es einiges an Forschung und so dieser allgemeine Effekt, je weniger ich weiß, desto überzeugter bin ich davon, ist auch nochmal so ein Warnsignal. Es ist ganz gefährlich, was wir im Internet veranstalten. Es geht um Likes, es geht um möglichst viele Klicks auf die Videos. Das sind nicht unbedingt Zeichen dafür, dass was gelernt wird. Das sind nur Zeichen dafür, dass was gemocht wird. Mögen und Lernen sind zwei Paar Schuhe. Lernwirksamkeit. Drittes großes Forschungsfeld, Einsatz von Videos. Wie werden die denn nun benutzt tatsächlich? Offensichtlich ist das heute keine gute Idee mehr, der ultravolle Hörsaal. Man trifft sich mit Hunderten an Leuten zur selben Zeit am selben Ort. Alle haben die Umwelt verschmutzt, sind nicht zur Arbeit gegangen, haben Kinder allein gelassen, um dahin zu kommen, wie auch immer. Das ist eigentlich nicht mehr vertretbar. Nur um irgendjemandem zuzuhören, zur selben Zeit am selben Ort zusammen. Darüber hinaus, diese klassische Vorlesung ist nicht aktivierend. Es gibt so ein schönes Paper dazu. Im Praktikum, da riecht sich was zu Hause, wenn ich arbeite, zu Hause, da tut sich auch noch was, sogar im Schlaf, aber in der Vorlesung nicht. Das ist eine Beispielkurve, wo das tatsächlich mal gemessen worden ist. Die Vorlesung, bei der ist einfach nichts da, ich habe mich abgemeldet. Der zweite Ärger mit der Vorlesung ist, und diese Aufteilung in Vorlesung, Anhören und zu Hause üben, ist das, was hier Frau Schumaster und Christiane Metzger untersucht haben. Wenn man die Studentinnen und Studenten bittet, mal genau aufzuschreiben, wie viel sie gearbeitet haben, wann haben sie gegessen, wann waren sie in der Vorlesung, wann waren sie im Labor, wann haben sie geschlafen, wann sind sie gefahren und so weiter, wenn sie bittet, das ganz genau aufzuschreiben, jeden Tag in kleinen Intervallen, dann kriegt man ganz was anderes raus, als das, was so allgemein kolportiert wird, nämlich überhaupt keine Überlast, sondern irgendwas bei 24 oder so, 25 Stunden pro Woche an Arbeit. Das ist überhaupt kein Vollzeitjob. Das Problem ist, dass in dem Studium zwischen den Lücken sozusagen stundenlang ganz viel Zeit verrinnt, in der man auf Facebook ist oder auf WhatsApp chat oder mit Freunden einen Kaffee trinkt und so weiter. Es geht ganz viel Zeit verloren. Und wenn man dann zu Hause ist, sieht man oder sitzt mit seiner Lerngruppe zusammen, sieht man Aufgaben, die man nicht lösen kann und hängt davor und gibt irgendwann auf. Also diese Verteilung zwischen Vorlesung anhören und dann alleine üben, die scheint einfach nicht zu funktionieren. So sieht es ja aus. In den Schulen ist es nicht ganz so schlimm, hoffentlich, aber an vielen Hochschulen sieht es eben so aus. In der Vorlesung, ich habe hier schon im Klassenzimmer, in der Vorlesung gibt es Stoff in Anführungszeichen und zu Hause soll man damit üben oder in der Lerngruppe alleine. Der Gedanke ist, okay, wenn wir jetzt Videos haben, dann versuchen wir das auszutauschen. Zu Hause gibt es Videos mit, in Anführungszeichen, Stoff und zusammen wird geübt mit der Dozentin, den Dozenten. Das nennt sich dann Inverted Classroom Model, das umgekehrte Klassenzimmer, Flipped Class. In den Schulen heißt es gerne Flipped Class, an den Hochschulen heißt es gerne Inverted Classroom. Man tauscht das aus. Zu Hause gucke ich mir neuen Stoff an, oder wo auch immer, unterwegs, auf dem Gang der Hochschule. Aber jede gemeinsame Zeit mit der Dozentin und dem Dozenten wird fürs Üben benutzt. Fürs Feedback, fürs sofortige Feedback benutzt. Das ist nichts Neues. Im Jahr 2000 gab es zum ersten Mal so einen Artikel unter dem Titel Inverting the Classroom. Das ist also ein altes Phänomen, ein alter Gedanke. In den USA ist der Gedanke sehr weit fortgeschritten. In Deutschland haben wir so einen kleinen Kern an Profs, die das veranstalten, einen wachsenden Kern. Ich kenne inzwischen ein halbes Dutzend an Profs, die das so machen. So kann das dann aussehen, so sieht das bei mir aus. Also es gibt diese Tausende an YouTube-Videos und ich sage meinen Studentinnen und Studenten dann einfach, okay, diese Videos guckt ihr euch an bis zum 3. Dezember. Und am 3. Dezember gibt es keine Vorlesung, wie auch an keinen anderen Termin gibt es keine Vorlesung, sondern es gibt Aufgaben dazu. Und ich gucke mir an, was geht und was nicht geht und sage dann was dazu. So kann das aussehen. Der Gedanke ist jetzt nicht, die Dozenten und Dozentinnen arbeitslos zu machen, sondern der Gedanke ist, sie möglichst gut zu nutzen, ihre
Fähigkeiten möglichst gut zu nutzen. Der Computer kann alle möglichen Erklärungen runterrasseln. Ich kann wieder runter, ich kann zurückspulen und mir das nochmal anhören. Die Dozentin, der Dozent kann sehr persönlich, sehr individuell sagen, guck dir dieses an, guck dir jenes an, was ist das eigentlich, bist du sicher, dass das da rauskommen muss, warum kann das nicht so sein? Das ist sehr schwer per Computer zu machen. Noch, aber sicherlich auch noch ein paar Jahre lang sehr schwer per Computer zu machen. Also das ist der Sinn des Inverted Classroom, Flipped Classroom, die Aufgaben auszutauschen, die Arbeitsteilung besser zu machen zwischen Computer und Mensch oder den Computer zu benutzen dafür, dass der Mensch was Sinnvolles tun kann. Das, was seit 2 Jahren oder spätestens 1 Jahr durch den Blätterwald rauscht, ist das MOOC, der massive offene Online-Kurs. Von der Sorte gibt es inzwischen Hunderte, die meisten auf Englisch, aber auch die ersten auf Deutsch und auf Spanisch und auf Chinesisch. Kurse, die komplett im Internet abgehalten werden, mit Videos, mit Aufgaben, mit Diskussionen. Ich zeige mal ein Beispiel. Das ist mein Kurs dieser Art beim Anbieter Udacity. Lernvideos, sehr kurze Lernvideos, sind hier 1,49, sehr kurze Lernvideos, fast im Stil einer Vorlesung, aber so aufbereitet, wie Salman Khan das macht, handgezeichnet, handgemacht. Dazu gibt es dann in diesem elektronischen Kurs Quizze, regelmäßig eingestreut, hier so einfach Multiple Choice, oder bei mir Programmieraufgaben, man muss ein Programm schreiben und der Computer prüft, ob das Programm ungefähr das tut, was es tun soll. Und vor allem ein Forum. Da sitzen dann also wirklich Tausende, vielleicht sogar Zehntausende an Teilnehmerinnen und Teilnehmern und sollen sich gegenseitig unterstützen. Ich alleine kann es ja nicht machen, das wäre ein bisschen viel. Die sollen sich gegenseitig helfen. Man hofft auf den Netzwerkeffekt über so ein Forum, dass sie sich gegenseitig Fragen beantworten. Ich habe dieses nicht verstanden, Hilfe, und dann kann der Nächste sagen, hier ist ein Tipp, so könnte man das machen. Das funktioniert in gewissem Rahmen. Es gibt sehr fleißige Leute, die sehr viel kommentieren. Es setzt natürlich wirklich voraus, dass man Lerner hat, die soweit motiviert sind und auch soweit des Kommunizierens fähig sind, dass sie solche Medien dann nutzen können. Das ist nichts für jedermann. Und das Neueste, was wir seit der Jahreswende so erleben, ist, dass man dieses beides mischt. Die MOOCs, die massiven offenen Kurse, mit dem Inverted Classroom. Das hier von 2 der großen Anbieter, Udacity nochmal und edX ist ein anderer großer Anbieter, die schließen Kooperationen mit Hochschulen. An den Hochschulen werden diese offenen Kurse benutzt, um Inverted Classroom zu machen. An den Hochschulen werden die begleitet. Man guckt die Videos, man macht die Quizzes online und an den Hochschulen gibt es Begleitung dazu. Das ist diese Mischform, die sich dann neuerdings einspielt. Die sieht nach den ersten Zahlen hervorragend aus. Es sah bis vorletzte Woche hervorragend aus, muss ich sagen. Solche Meldungen, dass sie dann sagen, okay, in diesem neuen Kurs, in diesem gemischten Kurs, Videos und Quizzes plus Betreuung vor Ort, kommt plötzlich 91% durch, dann bis auf 55% oder in der Mitte des Kurses sind noch 85% dabei. Die jüngste Meldung sieht allerdings gar nicht so gut aus. Aus einem dieser Experimente, SJSU ist die San Jose State University, aus einem dieser Experimente gibt es jetzt eine offizielle Zahl, dass die Durchfallquote von 20 auf 71% aufgegangen ist. Dass also ein Vielfaches mehr Leute plötzlich durchfallen. Inoffiziell. Man weiß noch nicht genau, was passiert. Also das ist alles noch zu erforschen, warum das so ist. In Kalifornien werden da gerade die Trümmer zusammengefegt bei diesem Experiment und man wird sich Gedanken machen, was da schiefgegangen ist. Also kann funktionieren, muss nicht funktionieren, es gibt keine Garantie dafür. Das ist der Einsatz von Videos. Inverted Classroom und jetzt als Neues die MOOCs. Und dann als Allerneuestes die Mischung daraus. Aktivierung. In diese MOOCs, das habe ich eben schon gezeigt, in diese MOOCs sind massiv Quizze eingebaut. Fragen an den Lernenden. Beantworte dies, sonst geht es nicht weiter. Das ist jetzt aus meinem eigenen wieder bei Udacity. Da sieht man hier so über die Dauer einer sozusagen Vorlesung. Über die Dauer einer Vorlesung sieht man, Kopfrechnen, 12 Quizze, ein Dutzend Quizze eingestreut. Überall, wo die Punkte stehen, Quizze eingestreut. Stellen Sie das vor, in einer normalen Vorlesung, 12 Fragen als Publikum. Schwierige Fragen als Publikum, mitten rein eingestreut. Man arbeitet also zum Schluss nicht 45 Minuten oder 90 Minuten dran, man arbeitet, bis man hier am Ende ankommt, mehrere Stunden dran. Aktivierung von Studenten und Studentinnen. Wir wollen von dieser Lean Backward Experience, Fernsehen, Kino, von dieser Lean Backward Experience wollen wir zu einer Lean Forward Experience. Man soll engagiert dabei sein, ich soll wirklich mitarbeiten. Wie mit einem Spiel.
ich möchte von dieser Lernsituation, der klassischen Lernsituation, dieser Berieselungssituation hin zu der Situation eines Spiels, dass ich engagiert, aktiv mitarbeite und gar nicht im Traum drauf komme, jetzt auch nochmal auf Facebook zu gucken oder WhatsApp zu gucken. Das probiere ich mit einer Plattform, die ich mit Studenten und einer Studentin in Saarbrücken baue, die nennt sich Capira. Und das machen wir unter dem Titel Massive Quizifizierung. Das Ziel ist tatsächlich spätestens nach 30 Sekunden ein Quiz drin zu haben. Ich zeige mal, wie das aussieht. Im Prototypen, das soll im August an dem zum Laufen kommen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, das ist was aus dem Vorkurs jetzt. Sinus, Cosinus, Tangens sollte eigentlich bekannt sein, bevor man studiert, ist es leider typischerweise nicht. Und dann gibt es dazu ein Video mit eingebetteten Quizzes. Also das ist jetzt nicht mehr nur das nackte Video, sondern es ist ein Video, in dem regelmäßig Quizzes vorkommen, quasi über das Video drüber gelegt worden sind, nahtlos. Nun kommt das im Kern des Ganzen, Sinus und Cosinus. So ein Rechtwinkel ist das. A, B, C. Dessen Seitenverhältnisse sind bestimmt, wenn ich einen einzigen Winkel kenne. Wenn ich Alpha weiß, ist klar, was alle Seitenverhältnisse sein müssen. Das Dreieck kann zwar ein bisschen größer sein, oder auch ganz viel größer, oder kleiner, aber die Seitenverhältnisse müssen alle dieselben sein, wenn ich einen Winkel kenne, Alpha. Und jetzt kommt die erste Frage. Die ist jetzt über das Video drüber gelegt. Das Video ist ein alter Mitschnitt aus dem Vorkurs von mir. Und jetzt kommt eine Frage, die da drüber gelegt wird. Wenn Alpha gleich 30 Grad ist, dann ist Beta gleich 60 Grad. Das muss ich jetzt beantworten. Nebenbei läuft die Zeit. Ist eigentlich keine gute Idee, unter Stress sowas zu machen. Aber dieser Stress führt dazu, dass man nicht auf Facebook geht. Und das hält einen besonderen Namen. War also richtig, die 60 Grad? Nämlich der. Hier unten gibt es auch eine glühende Lampe, wenn man das geschafft hat. Alpha ist A Belohnung. C. Das merkt sich kein Mensch so, sondern das merkt man sich als Gegenkathete durch Hypotenuse. Der Winkel Alpha gegenüber nicht. Und so weiter. Ich gehe mal zum nächsten Quiz direkt. So kann es dann auch sehen, das Verhältnis von welcher Seite zur Hypotenuse misst der Sinus von Beta. Das ist Beta, dann ist der Sinus. Ja, ne? Das. So sieht es dann aus. Mal gucken, was wir sonst an Quizzes haben. Es gibt dann auch Quizze, bei denen es richtig hier brutal drum geht, einfach mal zu üben. Was ist von den vier Sachen wichtig? Der Sinus von Beta, ist das 3/5 oder ist der Cosinus von Alpha 5/5 und so weiter und so weiter. Da muss ich mich dann durchgraben. Cosinus von Alpha 4/5, das gefällt mir gut. Nebenbei läuft die Zeit, man kommt richtig in Stress dabei. Das ist so ein Ding zum Fingerüben. Das ist stupid, einfach mal hintereinander gesetzt, weil diese Sachen nicht sitzen. Die müssen wir echt ausführlich üben im ersten Semester, vor dem ersten Semester. So kann das aussehen. Das ist massive Quizifizierung, die wir da ausprobieren. Und dabei wird es darum gehen, verschiedene Quizzes einzubauen, wenn wir dann erforschen eben, was für Sorten an Quizzes kann man machen. Das ganz Billigste ist, ich sorge einfach nur dafür, dass die Studentinnen und Studenten dranbleiben, dass sie nicht auf Facebook gehen, dass sie geistig dabei bleiben. So eine Art Totmannschalter, wie auf der Lok. Wenn der Lokomotivführer ohnmächtig wird, bleibt die Lok stehen, genauso so ein Quiz. Der Kurs bleibt stehen, wenn ich nicht ein bisschen mitdenke. Die nächste, soll ich sagen, Geschwindigkeitsklasse an Quizzes wäre Fingerübung, was wir gerade gesehen haben, der Sinus von Alpha, ist es ist oder ist der Cosinus von Beta, dieses oder jenes. Skill und Drill kann man das auch nennen, ein bisschen abfällig, aber es muss einfach sitzen. Ich muss wissen, was die Wurzel aus 4 ist und ich muss wissen, was 3 hoch 2 gleich 9 ist und so weiter. Viele Sachen müssen einfach erstmal sitzen. Und die höchste Stufe, das wird das Schwierigste sein, das online wirklich zu machen, Selbsterklärungen. Ich versuche, die Studentinnen und Studenten dazu zu bringen, sich selbst etwas zu erklären. Warum ist das so? Sich selbst eine Begründung zu geben. Das kann man auch gut mit solchen Foren kombinieren. Diese Antwort wird verteilt unter den Studentinnen und Studenten zum Beispiel, anonym verteilt. Oder es geht um Strategie. Was ist der nächste Schritt? Wir sind hier jetzt angekommen, was mache ich nur als nächstes? Beide Seiten der gleiche, ob durch 4 teilen, überall die Wurzel ziehen, was mache ich als nächstes? Transferaufgaben sind sehr heikel, aber vielleicht lohnt. Hier haben wir mal erfahren, was greifen wir gerade um die Fachbegriffe, Vektoren, Pfeile verhalten sich wie Vektoren und jetzt machen wir dasselbe mit Funktionen, ein ganz anderer Bereich der Mathematik, der aber genauso funktioniert, solche Sachen zu erkennen. Es gibt was, was genauso funktioniert,
nur in einem anderen Bereich stattfindet. Und entdecken zum Schluss Gesetzmäßigkeiten entdecken lassen, die Studentinnen und Studenten Gesetzmäßigkeiten entdecken lassen. Das ist noch spannend. Wird das auch mit Quizzen gehen? Das weiß ich von dem Udacity-Kurs von mir. Es ist schwierig, da versuche ich das. Es ist wirklich schwierig, das muss sehr gut eingefädelt sein. Das zur Aktivierung. Und das größte und das letzte und das größte Thema Bildung. Machen wir eigentlich Bildung oder was ist das da überhaupt? Der Untertitel heute war ja E-Learning versus Audimax. Sie haben schon gesehen, ich will weg von den spontanen Live-Veranstaltungen. Das bringt auf jeden Fall was, weg von den spontanen Live-Veranstaltungen, allerseits. Aber nicht, um jetzt den Menschen, den Dozenten und die Dozenten zu ersetzen durch den Computer, sondern um der Dozentin und dem Dozenten Zeit zu geben, etwas Vernünftiges zu tun, mehr Betreuung zu machen, statt weniger Betreuung zu machen. Das wird oft falsch verstanden. Ich lese gerne in der Zeitung, jetzt können wir endlich die ganzen Profs und Lehrer rausschmeißen. Das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Es geht darum, dass sie was Vernünftiges tun. Und nicht zum tausendsten Mal die Analysis 1 vorbeten. Bei diesen Videos werden sich vielleicht einige von Ihnen auch gefragt haben, ist das noch Hochschule oder ist das schon Kindergarten? Das frage ich mich auch ständig. Es ist ja sehr unselbstständig. Man nimmt Studentinnen und Studenten an der Hand und sagt so, jetzt hier ein Quiz dazwischen und ist der Sinus jetzt. Früher hat man sich mit dem Buch hingesetzt und hat gearbeitet und das hat funktioniert. Heute scheint das mit dem Buch nicht mehr zu funktionieren. Das muss man diskutieren. Sowieso mit dem Buch. Wenn ich bei meinen Studentinnen und Studenten gucke, Bücher werden praktisch nicht gelesen. Bei der Abschlussarbeit guckt man vielleicht mal in ein Buch rein, aber das ist ein deutschsprachiges und kein englischsprachiges. Alles total schwierig. Und dann gibt es aus der Forschung obendrein noch die Erkenntnis, dass Lernen nicht so einfach sein darf. Wenn ich alles sofort beantworten kann, wenn Fragen zu einfach sind, lerne ich nichts. Der Witz ist, ein gewisses Niveau zu halten. Ich muss gerade so an der Kante sein, zwischen zu schwierig und zu einfach. Diese Kante zu halten ist sehr schwierig. Zumal ja auch die Tendenz der Studentinnen und Studenten dahin geht, das ist jetzt zu schwierig, mach mal lieber einfach, ich mache das lieber so einfach weichgespült. Diese Tendenz zu widerstehen und das dann auf YouTube und Facebook dieser Tendenz zu widerstehen, es gibt nämlich weniger Klicks dann, ist ein großes Problem. Ich habe am Anfang was gesagt zum Stoff. Den Stoff in Anführungszeichen nach Hause verlagern. Das ist der Sinn von Inverted Classroom und Flipped Classroom. Die Idee von Stoff ist aber auch sehr problematisch. Wie viele von Ihnen haben im letzten Jahr eine quadratische Gleichung lösen müssen? Alle Eltern, genau. Das ist das Absurde. Das wird gebraucht ohne Ende in der Schule. Sagt man mal, sterblicher Mensch braucht man es nicht. Diese Idee von Stoff ist völlig übertrieben. Da müssen wir nochmal ganz anders dran gehen, dass wir mit dem Kanon mal durchgehen und überlegen, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Was brauche ich nur, um mal überhaupt in Mathematik zurechtzufinden, die Idee zu haben, was Mathematik ist? Was kann ich wirklich im wahren Leben gebrauchen? Was müsste ich für ein Ingenieurstudium haben? Müssen alle Leute das können, was sie für ein Ingenieurstudium brauchen, auch wenn sie nachher Soziologie studieren? Da würde ich nochmal viel grundlegender dran gehen. Und dann gibt es diese Persönlichkeitsfaktoren. Ich glaube, dass die wesentlich bedeutungsvoller sind als das, was wir der Mathematik da zu billigen. Das Land lässt irgendwelche Tests machen als Studieneingangstests. Klappt das mit dem Hochrechnen? Klappt das mit dem Ableiten? Können wir Integrale ausrechnen? Aber ich denke, das ist viel wichtiger. Grit, der Mumm, sich durchbeißen zu können. Ich stehe vor einem Problem und ich kriege das zu Ende. Und wenn es eine Woche dauert und wenn es ein halbes Jahr dauert, diese Einstellung zu haben, wenn ich diese Einstellung habe, dann kann ich auch mit Büchern lernen und ich kann mit sonst was lernen, dann brauche ich das Weichgespülte nicht. Und das ist natürlich auch die Einstellung, die ich im Leben brauche. Und das andere nette, der nette Begriff hier, Growth Mindset, es stellt sich heraus, man muss die Einstellung haben, dass Intelligenz verbessert werden kann. Meine Mathematikleistung hängt vielleicht von meiner Intelligenz ab, aber ich muss das Bewusstsein haben, dass ich meine Intelligenz verbessern kann, dass das nichts Statisches ist, nichts Geerbtes. Ich kann was dran machen. Ich darf das nicht einfach hinnehmen, oh, ich bin schlecht in Mathematik, dann ist alles vorbei. Ich muss die Einstellung haben, dass ich wachsen kann. Growth Mindset. Das ist, glaube ich, alles viel wichtiger als die ganzen Videos und die Lernwirksamkeitsforschung. Wir müssen uns erstmal Gedanken machen, was denn die Persönlichkeitsfaktoren hinter erfolgreichen Lernen sind. Dankeschön.